Oder die Videos besser gesagt. Ich habe jetzt nur eine Runde Zeit dafür, glaube ich, ne? Die ganze Scheiße zu machen. Eieieiei. Komm. Ihr möget bitte alle sterben. Alter. Scheiße, schaffe ich nicht. Oder? Oder? Ja! Alter! Boah, war das knapp! Boah. Oh mein Gott. Alter, am Ende echt nochmal. Was hast du denn da, sag mal? Alter, warum bin ich nicht mit denen gefahren? Boah, war das knapp. Egal. Ja, ich scheiße auch auf die 200 Gold da. Das ist mir auch egal. Oder Wumpercoins heißen die ja hier. Stimmt, das ist ja die offizielle Währung. Ich wollte heute eigentlich gar nicht auf, ich wollte eigentlich nur rumpimmeln. Okay, aufs Rad gehen war ich heute schon. Duschen war ich nur nicht. Und ich nehme gerade schön stinkend auf. Aber, das Spiel hat gestern so Bock gemacht, ne? Dann können wir direkt noch eine Woche Urlaub dranhängen. Ja, machen wir erstmal die Fast Lab. Dann nehmen wir jetzt natürlich wieder den Crash, weil er halt schneller ist. Guck, wie viel Zeit ich habe. Dürfte ein bisschen weniger sein, wahrscheinlich als bei den Fahr-Alles-Umrennen. Aber ich denke mal auch noch ausreichend. Jo, und ich habe auch gestern ganz geilen, oder was, vorgestern einen ganz geilen Film gesehen, den wir gar nicht kannten, so aus den 80ern. Der war ganz lustig. Weil guck, beim Essen ja immer so, lassen wir ja immer so ein paar Videokassetten laufen. Und ganz alte, von ihren Eltern noch aufgenommen aus den 80ern, Anfang der 90er bis früher 2000er. Und haben wir da gesehen, irgendwie Ich und Du mit Fred Savage? Der war eigentlich ganz geil. Also fanden wir beide eigentlich ganz lustig. Und Geschenk ist noch zu teuer, mit Tom Hanks. Das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe. Das war, glaube ich, auch ein richtiger Klassiker. Aber ich weiß nicht, der ist bis zu mir nie so durchgedrungen. Ich stand früher nie so auf Comedy. Wollte immer Action haben. Oder Dramen. Dramen fand ich auch damals immer sehr geil. Halt Filme, die einen bewegen, ne? Und die einen mitnehmen. Noch so stumpfe Unterhaltung finde ich eigentlich auch ganz geil, doch, muss ich auch sagen. Ich will das Gold da oben haben. Ja, ich glaube, mit dem Driften habe ich immer das Gefühl, als wäre ich dann jetzt nicht unbedingt schneller, ne? Okay, ich glaube, ich habe es jetzt auch begriffen. Man muss erstmal lenken und dann kurz Viereck antippen, so wie jetzt hier zum Beispiel. Und dann kriege ich auch die Driftpunkte. Okay, 10 Sekunden haben wir noch. Keine Ahnung, ob das reicht. Aber ich meine, da war noch ein bisschen Strecke vor uns, ne? Ah, ich glaube, das wird nichts. Oh mein Gott. 2, 1, los! Play again. Und das ist super. Das ist echt so super, dass sie keine Ladepausen drin haben, ne? Hab ich gerade schon gefragt, ne? Ob es da einen Superstart gibt? Bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Ah, fuck, jetzt bin ich auch noch. Ja, ich wollte eigentlich irgendwie unbedingt ein Turbo holen. Das macht es natürlich sehr viel einfacher. Kann man nur maximal 20 holen. Ich meine, die Punkte entsprechen auch ungefähr den Prozenten der unteren Leiste, die ich auffülle. Ah, aber ich glaube, ob ich die voll kriege. So auf normalen Weg zumindest. Weil die Kurven, die müssen schon dafür gemacht sein, um da den Boost zu kriegen. Komm. Alles klar, das ist schon mal sehr gut. Ich mach's sofort, keine Sorge. Aber in der Kurve macht es, glaube ich, noch nicht so viel Sinn. Ja, mach jetzt. Ja, aber das schaffe ich diesmal. Sehr gut, okay. Hat sogar noch eine Sekunde Zeit, ne? Ist ja massig. Tada! Wunderbar. So, dann haben wir noch eine Sache für uns. Und zwar das, das war, glaube ich, ne, den Whale-Shooter haben wir. Doch, der Whale-Shooter mit den Objekten, genau. Der kann, glaube ich, ganz haarig werden, ne? Also, wenn man nicht aufpasst. Ich glaube, ich werde wieder mit Crunch spielen. Saving Data. So, Run and Gun. Oh, mein Telefon klingelt. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Nix Wildes, war nur meine Mutter. 30 Score brauche ich, okay. Die kommt nachher vorbei, also in einer halben Stunde circa, da werde ich einen kurzen Schnitt machen müssen. Aber ist ja kein Thema. Ich habe jetzt auch überlegt für die zukünftigen Let's Plays, ne? Also, weil ich rede ja am Anfang immer gerne, sobald ich was dazu, mit so leicht was drüber zu erzählen habe. Ob ich da nicht dann nochmal einen extra Part für machen soll, ne? Dass ihr dann wisst, okay, Part 1 geht's los und Part 0 ist nur Gelaber oder so ein Kram. Weil dann könnt ihr die angucken, denen das interessiert. Ach, genau, das war hier die Gatling Gun, stimmt.
Man sieht hier aber auch nichts, ne? Mir ist auch aufgefallen, es ist hier total laut, ne? 36 Ziele. Okay. Das ist alles Flugzeuge? Weiß ich jetzt gar nicht. Uiuiui. Oh, ich hab voll Bock mal wieder auf den Wunderbarriegel. Die habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gefuttert. Ah! Ich glaube, hier ist aber auch so ein gewisser Unschärfe-Effekt drin, ne? Also, das, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das Interlacing oder das Interlacing nicht rauskriege. Das kann ja natürlich sein. Ah, Mann, ich dachte, ich könnte das Gold runterschießen. Wie viel war das jetzt? 30 muss ich kaputt machen, ne? Oder? Scheiße, ich hoffe mal. Also, ich habe noch nicht so viel übersehen, aber. Wie ist mein Hin? Warm! Oh, hier noch was. Okay, zwei noch. Und einer noch. Und das war's. Das ist ein geiler Beat, ne? Vom Maschinenwehr. Wunderbar. Das war ja gediegen. Ach, die haben alle so fette Raketen vorne. Neuer Rekord. Da gibt's nochmal 200 oben drauf. Nice. 7000 Ocken aber jetzt, ne? Ey, heiliger Bimmer. Ich habe mich am Anfang voll gefreut. Ich so, ach, guck mal, das ist ja voll viele Münzen. 12. Jetzt kriegen wir ja pro Rennen 300 bis 500, ey. Ja, schon krass. Gut, dann sind wir hiermit eigentlich auch fertig, ne? Ah, ich finde das blöd, dass das sollte hier eine Checklist geben. Ich will nur mal gucken, ob das irgendwie erkennbar ist oder so, ne? Also, was ich machen kann, ist das. Der Edelstein ist jetzt weg hier bei Gold. Das ist die einzige Kontrolle, die ich habe, ob ich alles habe. Das ist ein bisschen ätzend, ne? Aber gut. Ich verstehe. Ach, die klauen mir Münzen, die Schweine! Ich dachte schon, die geben so viele Münzen her. Ihr kleinen Ratten, ey. Alter, so, meine Fresse. Was eine schwere Geburt. So. Oh, das sah ja sogar gekonnt aus. Oh, ich kann wieder Powerkristall holen. Und noch ein von Cortex? Okay. Moment. Erst einmal. Da oben ist es schwer. Oh, das ist auch noch. Oh, Alter, wie komme ich denn da hin? Jungs, mach mich nicht fertig hier. Bitte sei wieder russisch. Hey, Buddy. You looking for a good power crystal? I found this the other day. Oh, if you get what I mean. I found it. It's mine now. It wasn't before. Look at me. I'm winking. Woohoo! Bring me a mess of coins and it's yours. And if you see that cheapskate Von Klutch, tell him he should pay his workers better. 10 years of graduate school to have to dress this bad at work. Das ist ganz nice, ne? Also die Geschichte, die hier. Die hat doch jedes Mal eine kleine eigene Geschichte. Ne, der hat jetzt nämlich einen so einen Kristall geklaut. Hat er auch sehr lustig erzählt. Also, das wäre cool, wenn ihr Englisch könntet, ne, um so auszudrücken, heiliger Bimbam. Ne, weil der hat gesagt, ey, ich hab hier mal so einen Kristall gefunden, hab den mitgenommen, ne? Verstehst du? Und dann hat der Quatsch gesagt, hä? Ich hab ihn jetzt und er gehörte vorher nicht mir. Ich zwinkere gerade. Sieht man natürlich nicht mit der Maske, ne? Das ist schon extrem cool. Ja. Und der wird halt zu schlecht bezahlt. Dann gebe ich nochmal einen Taui. Hey, now we're talking. Finally, I can afford some real clothes. I don't have to stand around here looking like a chud. Und dann möchte ich Klamotten kaufen. Verdammt. Ja, also ich finde die englische Synchronisation ist schon extrem gut hier. Was ist das? Jungle Rumble Battle Arena. Okay. Ja, komm. Oder? Was kostet die Welt? Erster. Hardly Ever Land. Okay. What the fuck? Was ist denn hier los? Okay, ich mach's einfach mal. Ne? Ich versuche da mal irgendwie Erster zu werden. Das wäre natürlich geil, wenn ich jetzt eine Panzerung hätte. Also Geschwindigkeit, das zahlt sich hier mehr aus. Ich denke mal, mir wird wahrscheinlich wieder ein bisschen was erklärt. Ich hoffe, es ist so ein bisschen wie bei Destruction Derby. So einfach so ein fetter Pool. So eine Bowl, ne? Wo dann alle in die Mitte reindotzen. Das wäre gut. Pasadena Quantisch, okay. Engine von Klutch.
10 K.O.s. Braucht man, okay. Coco und Nina. Oh, ich... du lucky dog. Welcome to the granddaddy of all demolition derbies. The Battle Arena. Drive or shoot to win Wumpa Coins. But play safe, kiddies. Okay, 10 Stück. Ich bin ja offensichtlich mit Cortex unterwegs, ne? Achso, ich bin jetzt der... Okay. Sammel da die noch ein. Die Rakete ist doch nicht ohne Grund da, oder? Anaheim! Das ist Heilung, glaube ich, ne? Die, Motherfucker! Ich denke mal, dass die... Was machst du da, sag mal? Ja, super. Dankeschön, Penner. Du hängst da fest, nur so als Info. Ja, ich glaube, also... Du bist jetzt nicht der beste Fahrer hier, mein... Neocortex, ne? Ich bin immer noch Erster, das ist gut. Warum auch immer. Ich denke, also ich finde jetzt auch nicht, dass ich mich jetzt so krass geil anstelle. Triple Play! Heiliger Scheiß! Ah! Ich treffe aber nur leider keinen Schwanz. Ah, Mann! Kann nicht sein. Armani. Richtig, lauf doch lieber zu meiner Wumperkanone wieder. Besser ist das. Okay, 4 haben wir schon mal. Es wären so noch... nur noch 6. Sag doch mal die Reparatur ein. Arsch. Rolling Rampage. Komm, ich fahr mal ein bisschen rum. Machst du schon sehr gut. Komm, ich bring uns das Reparatur-Gedöns. Was ist Unverwundbarkeit? Ich will die Rakete. Wo ist die Rakete? Die Rakete zum Glück. Ups. Scheiße. So, bitteschön. Viel Spaß damit. Du schießt besser als ich, bitte, okay? Ach, der Zweite hat nur 2 Kills. Jetzt verstehe ich das Second, was das bedeutet. Achso, guck, ich glaube, wir haben Boost-Raketen, oder? Ich auch nochmal hier immer so ein bisschen mit. Au! Pumps! Boah! Tut das uns weh oder tut das denen weh? 9 Chaos haben wir! Ist ja mega! Doch, der kann besser schießen als ich. Ich glaube, wir haben unsere jeweilige Bestimmung gefunden. Yes! Sehr gut gemacht. Also, die sind alle Zweiter geworden, sie kriegen alle Kohle. Haben die ein Glück, ne? Das ist ja sehr nett von denen. Vor allem, dass sie alle das Geld vom Zweiten kriegen. Ja, okay. War doch ganz nice. Kann man das eigentlich auch Koop spielen, das Spiel? Das wäre geil. Das würde mich mal interessieren, wenn ihr mir das beantworten könntet. Das wäre richtig cool. Schön Koop durchzocken. Ah, warte mal. Das ist aber hier auch vielversprechend, oder? Ah. Ein Diorama. Shifting Gears. Okay. Gut. Auch interessant, ne? Das ist da Uka Uka. Aber als Attraktion irgendwie, als Dekoration oder als irgendwas auf jeden Fall. Sorry, wir müssen gerade mal einen Schluck trinken. Ach, so. Der auch nochmal ein Kristall für uns, so wie es aussieht. Gehen wir jetzt mal zuerst lang. Das kriege ich wahrscheinlich noch nicht aktiviert, ne? Ach nee, Moment, das sind Power-Kristalle. Aber ich rede jetzt mit dem Corti-Borti. Was geht mit dir? Eieiei. Also wir bestimmt den Cortex gleich wegmachen. Oder mit dem Schalter kriege ich das weg. Sonst noch irgendwas? Ich glaube erstmal nicht. Gut. Hä, was geht? Oh, it's you, Crash. Look, there's something fishy going on here. And I don't mean the salmon churros. I need to do a little sneaking around, but I can't because my head's too big. I mean, look at me. I stick out like a chocolate bar in a swimming pool. If I'm going to get to the bottom of this, I need you to get me something black and slimming to wear.
I don't want my butt to look so big. Bring a ninja outfit to Cortex. Ach so, den muss ich bestimmt kaufen, ne? Mal gucken, was wir hier machen können. We want to spend 8 Power Crystals to unlock the Mystery Island Jump Pad. Ja, oder? Wollen wir das? Ja, machen wir, komm, drauf schießen. Aber ich kann auch noch da lang. Und da lang. Naja, komm. Ich dachte, das wäre jetzt ein Heiligenschein. Mit so einem Heiligen. Oh, was ist das? Take Gem to Happily Ever Faster Gate in the Midway. Ach so! Ah, okay, okay, okay. This level's coins, crates and Wumpa Whips Reset. Aha, okay, ist alles wieder da. Hab ich verstanden. Okay, das war jetzt ein richtig krasses Teil, was ich brauche auch. Also, was ich wirklich brauche. Um weiterzukommen. Also, story-relevant. Dafür braucht man also, okay, verstehe ich. Man muss ein paar Rennen fahren. Und irgendwo ein paar Kristalle holen. Also Power-Kristalle, um dann was freizuschalten, dass man dann komplett weiterkommt. Ich will nur noch ein paar Münzen nach mir holen, deswegen bin ich hier gerade so ein bisschen dran. Und gehe wieder zurück. Okay, also das vom grundsätzlichen Spielprinzip habe ich das jetzt schon verstanden. Also wie das vorangeht. Zumindest glaube ich das. Bums. Ha! Was geht? Monkey Business. Warum sind eigentlich so Kamikaze-Affen? Wer hat die so abgerichtet? Ah, guck mal, da ist ein Rennen.